Es war sehr schwer, eine Strategie zu finden, aber die Jungs waren wie immer super. Julian Dean ist im Finish dicht an Mark herangefahren. Er hat mich eingeschlossen. Aber sobald ich eine Ouvertüre gesehen habe, habe ich die genutzt. Egal wie weit das Ziel noch weg war. Normalerweise ziehe ich 200 bis 250 Meter vor dem Ziel los. Da hatte ich 375 Meter davor eine Gelegenheit. Es war also kein normaler Sprint, eher schon ein Ausreißversuch. Es war wirklich hart und sehr, sehr lang. Ich habe mich gut gefühlt. Dann kam Julian. Ich wusste nicht, wo Tyler war. Vielleicht dicht an ihm dran. Er hat versucht, Mark abzusetzen, aber wie gesagt, Julian hat stark geschwenkt und mir den Weg blockiert. Da konnte ich nicht losziehen. Mark hat wirklich eine große Leistung vollbracht. Er ist ein unglaublicher Fahrer, ein guter Mann. Und ich habe wirklich Glück, ihn und meine Teamkollegen dabei zu haben.